Ja, wie ich das schon befürchtet habe, der Bundespräsident hat sich wieder zu Wort gemeldet und hat über die Teuerungswelle gesprochen. Also, ich weiß nicht, bin ich jetzt ganz deppert geworden oder hat der Bundespräsident hier nichts Besseres zu tun? Ganz ehrlich, lieber Herr van der Bellen, Sie sollten nicht über die Teuerungswelle sprechen. Sie sollten lieber dem Bürger doch reinen Wein einschenken und nicht immer davon sprechen, sprechen und sprechen. Sie sollten sich wirklich echt einmal an die Nase führen. Und langsam frage ich mich, ob Sie jetzt wirklich Interesse haben, diese Erhöhung der Preise zu stoppen oder ob sie auf gut Deutsch gesagt auf die Menschen alle scheißen. Ganz ehrlich, Herr Bundespräsident, was ist Ihnen wichtiger? Die Zigaretten, die auch teuer werden, oder die Bürger, die eigentlich wollen, dass eine Regierung hier funktioniert? Ich weiß nicht, was Sie eigentlich möchten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Sie sich an das Volk wenden und die sagen Ihnen, wo es lang geht, weil anscheinend schaffen Sie es nicht. Sie kommen ja, wie gesagt, immer nur zu Besonderheiten wieder von dem Aschenbecher weg. Das heißt, wenn jetzt jemand gestorben ist oder wenn irgendeine Zeremonie stattfindet oder das wie eben über das Thema Teuerung wie Wohnen, Fressen. Also ja, und dann wundern Sie sich, dass die Leute hier mal auf den Tisch klopfen. Sie verärgern die Leute damit, indem sie nur große Reden schwingen, aber selber bringen sie nichts zustande. Lieber Herr van der Bellen, legen Sie bitte einmal 2 Wochen Ihre Kippen weg, Ihren Aschenbecher. Gehen Sie jetzt endlich mal ins Parlament und sagen, so, es reicht. Wenn die Teuerungswelle nicht aufhört, werden wir die Regierung entlassen und Neuwahlen machen. Sowas hätte ich mir von Ihnen erwartet. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie lieber bei Ihren Aschenbecher und nicht bei ihrem Volk. Es ist traurig, was hier passiert.